Guten Tag. Tempolimit 130. Ich sage nur Neid. Oder nicht? Oder was? Warum das ein Nachtrag, mir ein Nachtrag, in diesem Fall Nummer 41, für das Buch IQ ist nichts, Unbildung alles, wert ist? Ja, darauf komme ich jetzt. Wenn man heute das in den Nachrichten gehört hat, ne, man muss ja auch die andere Seite hören, ja, dann habe ich natürlich logischerweise gleich Google News angemacht, dann schreit denn das ja schon wieder an. Entspannter, stressfreier und sicherer. Ja, ich bin schon mal in anderen Ländern gefahren. Es fährt sich wirklich sehr locker, wenn man halt den Tempomaten anmacht und das Auto so vor sich hin tuckern lässt. Es spart auch Sprit. Ja, ist alles richtig. Aber ich möchte auch mal wieder irgendwann überholen können. Und ich möchte einfach so frei sein, mein Tempo wirklich selber zu wählen. Aber okay, Klimaschutz, das lassen wir mal alles. Das ist alles so vorgeschobener Käse, ne? Also, naja, gut. Es gibt ja auch wirklich andere Länder, Belgien 120 Kilometer pro Stunde, Dänemark 130, Großbritannien 112, Österreich 130, Norwegen 90 bis 100 und. Ja, klar, ja, gibt's. Ja, und? Heißt das, dass man bei uns die Industrie deswegen einstampfen muss? Gerade wo unsere Autos so begehrt sind, weil sie auch eben mal schneller fahren, weil sie auch wirklich besser sind als viele, viele andere? Was ist mit denen, die Elektroautos fahren? Ja, die würden auch dann gerne mal richtig Gas geben, ne? Und ja, die wissen aber auch, 130 fahren ist besser. Dann komme ich weiter. Dann komme ich vielleicht überhaupt an. Na, wie auch immer. Darum geht's nicht. Ich sage trotz alledem, es hat mächtig viel mit Neid zu tun. Man fragt bei der FNP auch Änderungen nach der Bundestagswahl. Grüne für Tempolimit 130, klar. Ja, aber woraus setzen sich diese Leute zusammen? Ich habe mal, das ist bei Heise Online, habe ich mal mit abgestimmt, weil das ja immer interessant ist, was dann dabei rauskommt. 96.262 Mal wurde abgestimmt. Ich habe natürlich auf freie Fahrt getippt. Und guck, ja, wir sind nur 43% zu diesem Zeitpunkt gewesen. Andere sind sogar für 100, beziehungsweise 45% dann für 130. Also die sind in der Überzahl. Das sind immerhin bei 2/3, das muss man sich mal vorstellen. Naja, gut. Aber dazu, weshalb ich bei meiner Meinung trotzdem bleibe, eine kleine Geschichte. Und die werde ich auch wahrscheinlich in der nächsten Auflage dann im Buch mitverarbeiten. Nachtrag 41 zum Buch. Eine kleine Geschichte zum Autoneid. Stepan, ein netter Kerl, fuhr vor uns her. Stepan fuhr überall 70. Außerorts, aber auch innerorts. Zufällig fuhren wir vor vielen Jahren auf gleicher Strecke. Schon im Dorf erkannten wir einander anhand unserer Autos. Stepan fuhr vor mir und wir winkten uns zu. Auf der Landstraße nach Celle waren mir Stepans 70 Stundenkilometer aber zu langsam und ich überholte ihn. Wichtig ist zu erwähnen, Stepan fuhr wie immer mit seinem alten Familienauto und meine Frau und ich mit unserem 911er Cabrio. Anmerkung offen. Nach einigen Kilometern stand ich an einer Kreuzung, auf grün wartend, auf der Mittelspur. Stepan fuhr auf der rechten Spur heran und hielt neben uns an, obwohl er freie Fahrt hatte. Er drehte sein Fenster herunter und rief fröhlich, »Was nützt dir der Porsche? Jetzt stehst du an der Kreuzung damit!« Und als wenn das nicht reichte, ergänzte er, »Mein Auto ist bezahlt!« und fuhr zufrieden weiter. Ob Stepan auch für Tempolimit 130 stimmen wird? Kurze Lesung aus dem Buch, um das zu ergänzen. Bei allem erinnere ich an Schopenhauer, der da schrieb, ist doch Geist und Verstand an den Tag zu legen, nur eine indirekte Art, allen anderen ihre Unfähigkeit und Stumpfsinn vorzuwerfen. In diesem Fall mal aufs Auto bezogen, da ist es ja ganz deutlich, dass man da etwas Schnelleres, anderes hat, ne? Und nochmals zitiert, zudem gerät die gemeine Natur in Aufruhr, wenn sie ihr Gegenteil ansichtig wird. Und der geheime Anstifter des Aufruhrs ist der Neid. Gleichstellung und Gleichmacherei fördern Neid. Die Überschrift sagt es schon, und nachdem sie meinen bisherigen Sätzen gefolgt sind, liegt es auf der Hand. Wenn den Menschen der Gleichstellungsgedanke eingeflüstert wird, freuen sie sich nicht nur endlich gleich viel wert,
also besser angesehen zu sein, sondern vergleichen sich plötzlich mit anderen Menschen, mit denen sie sich vorher nie vergleichen wollten. Beziehen wir das mal auf das Thema Auto. Ja. Nochmal diesen Gedanken hier, diesen aufs Auto bezogen. Ja, da sind sie plötzlich gleichgestellt mit den anderen, wenn alle 130 fahren müssen. Ne? Noch ein paar Zeilen. Ein anderes Beispiel aus Celle. Es wurden zeitliche Tempo-30-Zonen auf Bundesstraßen eingerichtet, damit die Menschen, die an diesen Straßen wohnten und eh nicht arbeiteten, sondern von der Stütze lebten, nicht durch den morgendlichen Berufsverkehr beim Schlafen gestört wurden. Zum Thema Tempolimit überall sagte jemand treffend, bald stellen die Blumenkästen auf die Autobahnen. Ja, der Langsamste bestimmt das Tempo. Das derzeit sichtbarste Zeichen dafür, dass die Langsamen unser Leben immer mehr bremsen, ist im Bildungssektor die sogenannte Inklusion. Meine Damen und Herren, das lasse ich mal hierhin. Jetzt bitte ich um Diskussion, aber beim Thema bleiben. Ihr wisst es ja. Wer nicht beim Thema bleibt, der hat hier nichts zu suchen, der fliegt raus. Gut, na denn, bin mal gespannt, Leute. Nachdenken, entsprechende Gedanken äußern und nicht nur das, sondern macht überhaupt was, damit der Wahnsinn nicht noch um sich greift, noch mehr. Macht was, aber macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.